In diesem Video möchte ich das Telekom Speedport Smart 3 mit dem Speedport Pro vergleichen. Der leistungsstarke WLAN-Router Speedport Smart 3 ist seit Mitte 2018 erhältlich und hat die Vorgängermodelle Speedport Smart und Smart 2 ersetzt. Der Premium-WLAN-Router Speedport Pro ist Ende 2018 erschienen und war der Nachfolger vom Speedport Hybrid-Router. Beide Modelle können an einem Telekom DSL oder VDSL-Anschluss betrieben werden und unterstützen VDSL Vectoring bis zu 100 Mbit pro Sekunde und VDSL Super Vectoring mit bis zu 250 Mbit pro Sekunde. Außerdem ist ein Netzwerkport an der Rückseite beider Geräte vorhanden, um so an einem Glasfaseranschluss hinter dem Glasfasermodem betrieben zu werden. Das Speedport Pro hat zudem an der Unterseite noch einen Slot für eine SIM-Karte, um damit am Magenta Zuhause Hybrid-Anschluss betrieben zu werden. Hier wird ja DSL oder VDSL mit LTE-Funk kombiniert. Das ist allerdings halt nur mit dem Pro-Gerät möglich. Beim Speedport Smart 3 habe ich an der Rückseite 4 Gigabit LAN-Ports, also ein integrierter Netzwerkswitch mit Gigabit-Geschwindigkeit, 1000 Mbit und zusätzlich diesen blauen Port für das Glasfasermodem, ebenfalls mit Gigabit-Geschwindigkeit. Beim Speedport Pro habe ich 3 dieser Gigabit-Netzwerkports und hier den blauen Glasfaseranschluss. Sollte das Speedport Pro nicht am Glasfaseranschluss betrieben werden, dann kann ich diesen blauen Port auch im Menü umschalten, dass das ebenfalls ein normaler interner Netzwerkport ist. Beim Pro-Router gibt es zudem noch hier hinter einer Abdeckung diesen SFP-Modulschacht, also zukunftsfähig, bisher noch ohne Funktion, aber künftig zum Beispiel bei Firmware-Update dann denkbar, dass SFP-Module dort für noch schnellere Netzwerkgeschwindigkeiten integriert werden. Beide Router haben leistungsstarkes WLAN integriert und unterstützen die MIMO-Antennentechnologie, also wo mehrere WLAN-Antennen verbaut sind, auch in Verbindung mit Multi-User-MIMO, also MU-MIMO, wo halt mehrere Streams auch parallel möglich sind. Auf dem Frequenzband 2,4 GHz schafft das Speedport Smart 3 Geschwindigkeiten von bis zu 600 Mbit mit MIMO 4x4, also 4 WLAN-Antennen. Und beim Speedport Pro sind es bis zu 1000 Mbit auf 2,4 GHz mit ebenfalls MIMO 4x4, also auch 4 Antennen. Im 5 GHz Frequenzbereich kann das 3er-Modell Geschwindigkeiten von bis zu 1733 Mbit pro Sekunde mit MIMO 4x4. Und hier ist auch der größte Unterschied zum Speedport Pro, dem Premium WLAN Router, denn dieses unterstützt MIMO 8x8, also mit 8 WLAN Antennen und damit Geschwindigkeiten von bis zu 8600 Mbit pro Sekunde. Wenn eine aktuelle Firmware installiert ist, unterstützen beide Geräte auch das Mesh-Netzwerk der Telekom. Das heißt, in Verbindung mit diesen Speedhome Wi-Fi Adaptern können Sie sich Ihr eigenes Mesh-Netzwerk aufbauen. Das sind also WLAN Repeater, die entweder per Kabel oder auch kabellos mit dem Speedport Pro oder Speedport Smart 3 verbunden werden und damit eine optimale WLAN-Abdeckung in Ihrem Haus ermöglichen. Dazu gibt es auch noch mal ein eigenes Video in unserem Kanal. Beide Speedports haben auch eine integrierte Telefonanlage zum Telefonieren über den Telekom-Internetanschluss, also VoIP. Zum einen ist eine integrierte DECT-Basisstation vorhanden, um 5 dieser schnurlosen Telefone, wie auch hier unten zu sehen, anzuschließen, also Speedphone-Modelle zum kabellosen Telefonieren. Und zum anderen können am Speedport Smart 3 2 analoge Endgeräte angeschlossen werden, zum Beispiel Telefon- und Faxgerät. Und auch am Speedport Pro können 2 analoge Endgeräte angeschlossen werden. Dazu muss der mitgelieferte Adapter hier in diese orange Dose gesteckt werden, womit dann hier ebenfalls 2 dieser TAE-Buchsen vorhanden sind, um ein Telefon oder Fax anzuschließen. Und der Unterschied noch zum Speedport Smart 3, dass das Speedport Pro auch hier einen integrierten ISDN S0 hat. Das heißt, vorhandene ISDN-Telefone oder ISDN-Telefonanlagen können dann weiter betrieben werden. Am Speedport Smart 3 ist zudem eine USB 2.0 Schnittstelle vorhanden. Dort können zum Beispiel Drucker oder Speichermedien angeschlossen werden zur gemeinsamen Nutzung im Netzwerk. Beim Speedport Pro sind es 2 USB-Schnittstellen und das auch mit einer höheren Geschwindigkeit mit dem USB 3.0 Standard. Und beim Speedport Pro gibt es zusätzlich unten noch einen SD-Karten-Slot. Dort kann eine Micro-SD-Karte mit bis zu 2 TB Speicherplatz eingesteckt werden, um dann gemeinsam im Netzwerk auf die Dateien auf dieser Speicherkarte zuzugreifen. Beim 3er-Modell erfolgt die Stromversorgung hier auf der Rückseite. Dort wird das mitgelieferte Netzteil angeschlossen. Daneben gibt es auch einen Neustart-Knopf, wenn das Gerät einfach mal neu gestartet werden muss.
Und beim Pro-Modell gibt es den Stromanschluss hier an der Unterseite. Das Kabel wird dann nach hinten rausgeführt. Und auch hier gibt es an der Rückseite diesen Neustart-Knopf. An der Vorderseite beider Geräte gibt es hier verschiedene Info-LEDs. Beim schwarzen Modem hier etwas versteckt. Dort sehen Sie den Status, ob das Gerät in Betrieb ist, ob es irgendwelche Fehler hat. Ansonsten gibt es hier noch jeweils eine WLAN-Taste. Damit kann ich das WLAN ein- und ausschalten bei Bedarf. Wenn die Taste dann leuchtet, dann ist das WLAN halt an. Es gibt hier die Anmelden-WPS-Taste, hier als Plus dargestellt. Dort kann ich also neue Telefone schnurlose verbinden oder auch neue WLAN-Endgeräte verbinden per WPS, wenn die das unterstützen. Und beim SpeedPort Smart 3 gibt es noch eine Taste Telefone suchen. Generell unterscheiden sich die beiden Geräte ja so ein bisschen optisch. Das eine ist weiß und eher so die typische Modemform, wie man es aus den letzten Jahren kennt. Und das SpeedPort Pro hat hier dieses kubische Design, hat damit auch den Red Dot Design Award 2018 und den German Design Award 2019 gewonnen. Also passt ganz gut ins Wohnzimmer, zum Beispiel auf das Sideboard. Sieht also ganz nett aus. Der Routerpass mit dem WLAN-Kennwort und dem Gerätepasswort für die Einrichtung finden Sie beim SpeedPort Smart 3 an der Unterseite, hier als Booklet. Wenn man das rauszieht, sind die Zugangsdaten darunter auch nochmal aufgedruckt. Und beim SpeedPort Pro gibt es hier oben eine Klappe. Dann gibt es hier diesen Routerpass zum Rausziehen. Und hier unter dem Zettel versteckt habe ich auch die Zugangsdaten nochmal aufgedruckt. Der Lieferumfang beider Router umfasst alles, was für die Inbetriebnahme notwendig ist. Die Unterschiede liegen letztlich im Detail. Ich habe jeweils den Router, dazu das passende Netzteil, hier in weiß, hier in schwarz mit entsprechendem Zuleitungskabel. Dann das Kabel für den DSL- oder VDSL-Anschluss habe ich hier 4,25 Meter und halt normale runde Leitung in Anführungsstrichen. Und hier beim SpeedPort Pro habe ich ein ultraflaches 10 Meter langes Anschlusskabel. Für den Glasfaseranschluss ebenfalls diese Kabel mit dem blauen Stecker dran, jeweils 1,5 Meter lang, einmal in normaler Netzwerkkabelform, hier einmal als ultraflaches Kabel ausgeführt. Das gleiche beim mitgelieferten Netzwerkkabel, ebenfalls beide 1,5 Meter lang, das eine dann beim Pro-Modell dann als ultraflaches Kabel. Ein Hauptunterschied ist noch hier diese Wandhalterung, die es nur für das SpeedPort Smart 3 gibt. Damit kann ich das Gerät letztlich an der Wand montieren. Das SpeedPort Pro hingegen ist dafür gedacht, letztlich auf das Sideboard oder auch hinzustellen, auf ein Regal, wo halt Platz ist. Der Stromverbrauch ist ebenfalls relativ ähnlich bei um die 10 Watt im normalen Betrieb, im Maximum bis zu 20 bzw. 25 Watt, je nachdem auch, ob zum Beispiel die USB-Anschlüsse genutzt werden oder andere Funktionen, die entsprechend Strom verbrauchen. Das SpeedPort Pro hat sogar eine aktive Kühlung integriert, da ist unten ein kleiner Lüfter und hier oben dann die Luftauslässe, aufgrund seiner Leistungsfähigkeit einfach, um das Gerät aktiv auch zu kühlen. Beide Router sind vom Prozessor her auch leistungsfähig genug, um Magenta TV zu unterstützen, auch Magenta TV mit UHD, also 4K-Auflösung, auch mehrere Streams gleichzeitig, also wenn Sie mehrere TV-Empfänger haben, sind jeweils möglich. Ein Unterschied zwischen beiden Modellen ist noch, dass beim Telekom SpeedPort Smart 3 eine Smart Home Basis integriert ist, das heißt zur Steuerung von Geräten zu Hause. Da können Sie auch per USB-Funkstick noch weitere Funkstandards dann nachrüsten. Beim SpeedPort Pro hingegen, wenn Sie Telekom Magenta Smart Home nutzen wollen, benötigen Sie eine separate Smart Home Basis. Ausführliche Videos mit der Vorstellung beider Geräte und mit der Inbetriebnahme des SpeedPort Pro und des SpeedPort Smart 3 finden Sie auch in unserem YouTube-Channel. Weitere Informationen zum schnellen Internet der Telekom, zu Magenta TV und auch zu den Geräten selbst, die es zum Kaufen oder auch als Endgeräteservice-Paket als Miete gibt, finden Sie auf unserer Internetseite oder Sie halten auch Infos an unserer unabhängigen Beratungshotline zu den entsprechenden Möglichkeiten an Ihrem Standort.